Bei uns ist jetzt der Co-Trainer Thomas Pech. Jawohl. Thomas, wir hatten davor über die Basketball-Löwen Braunschweig gesprochen, die zuletzt gute Auftritte hatten. Nicht nur den Sieg gegen Bayreuth, sondern auch einen guten Auftritt in München. Ist das tatsächlich so, dass die um den Boykin, der neu dazugekommen ist, jetzt so eine neue Mannschaftsphilosophie aufgebaut haben? Nein, sie haben keine neue Philosophie aufgebaut. Sie haben vorher gut gespielt, das meinte ich vor dem Spiel schon. Ihnen hat oft der letzte Atem gefehlt, diese letzte Energie. Und mit Boykin ist da einfach der richtige Spieler gekommen. Das ist wirklich, also alles, was man über ihn hört, man weiß, es ist ein Riesenteammate, der immer viel Energie, viel Herz mitbringt. Ich glaube, der hat eine gewisse Unbekümmerheit mitgebracht, dass er einfach mal einen Ball reingeworfen hat und das hilft ihnen am Ende. Und ich finde auch heute hier, ich meine, sie hatten nichts zu verlieren in Berlin, sie müssen hier nicht gewinnen und haben einen sehr, sehr ordentlichen Auftritt hier hingelegt und haben uns das Leben lange schwer gemacht. Und ihr wusstet ja davor, was da mit Boykin kommt und trotzdem macht er 25 Punkte. Woran liegt das? Pierre macht am Ende 10, okay, doch. Guyton macht 6, die normal, oder Pierre hat in den letzten Spielen 18 im Schnitt gemacht. Guyton war der Topscorer. Man kann hier alle Leute ausschalten. Also ich meine, am Ende hat er die getroffen, hat uns 1 gegen 1 gestoppt. Ich meine, er ist für uns nicht derjenige gewesen, der jetzt ja der Scorer, die ist die erste Option im Angriff, sondern das sind Matlock, Pierre, Guyton oder Grozel und die hatten wir eigentlich, außer glaube ich Matlock, ganz gut im Griff. Und der hat seine Freiräume genutzt und hat daraus gescored. Nicht nur heute, ihr habt auch in den letzten Spielen den Ball schon unglaublich gut bewegt, immer wieder einen freien Schützen auch gefunden. Dann waren aber heute auch wieder so Aktionen dabei, wo der Ball ja fast schon unbedrängt weggeworfen wurde in die Hände des Gegners. Ist das eine Konsequenz aus diesem guten Ball-Movement und der Uneigennützigkeit der Spieler oder ist das eher ein Kopfproblem, dass die Jungs da nicht wach waren heute? Grund des Ball-Movements ist es nicht, sondern das ist unser Ziel, das ist die Philosophie vom Coach. Das ist, findet jeden Tag im Training bei uns statt, dass der Ball gepasst werden muss. Wir einen Extrapass suchen und ich finde, das machen wir auch wirklich sehr gut dieses Jahr. Aber das sind dann manchmal einfach Sachen, wo man nicht konzentriert ist, wo zwei Leute nicht auf der gleichen Wellenlänge sind. Ich glaube, wir haben die erste Halbzeit allgemein so ein bisschen verschlafen. Wir wollten sehr aggressiv rauskommen. Und wenn du da halt einen Schritt zu spät bist, und das waren wir am Anfang, hatte Braunschweig einfach zu viele Räume, die sie gut genutzt haben und immer daraus gescored. Und da müssen wir halt von Anfang an bewusster oder wacher einfach ins Spiel gehen. Auf den Tribünen war natürlich die Auslösung zum Pokal-Halbfinale schon ein Thema. Es wurde viel diskutiert. Engin hat gerade so ein bisschen gesagt, naja, so von Spiel zu Spiel. Wie kriegt ihr das hin, dass die Jungs nicht zu sehr an dieses Highlight-Pokal-Halbfinale gegen die Bayern denken in den kommenden Tagen? Ich glaube, das ist wirklich noch ganz weit weg. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob alle Spieler wussten, dass heute die anderen Qualifikationsspiele sind. Ich glaube, die Hälfte wusste es, die andere Hälfte nicht. Wie hier die Jungs auch schon meinten, wir haben so einen Rhythmus, jetzt kommt ein Spiel, noch ein Spiel. Also wir sind jetzt erstmal in CD Vita, wo es wirklich darum geht, für uns die Chance am Leben zu halten, im Eurocup weiterzukommen. CD Vita hat, glaube ich, rechnerisch sogar auch noch eine Chance, wenn sie das gewinnen, die letzten zwei gewinnen mit direktem Vergleich und sowas. Somit werden die auch nochmal Gas geben. Dann kommt Gießen. Das sind erstmal Sachen, die man, ich glaube, die haben gar keine Chance dazu. Und wenn es dann soweit ist, dann freuen wir uns drauf, im Pokal zu spielen. Dann ist egal, ob es jetzt die Bayern sind oder auch wer auch immer. Einfach nur zu Hause Pokal. Ich glaube, das ist nochmal eine besondere Atmosphäre, wo ich mich sehr drauf freue. Einen Spieler möchte ich heute nochmal ansprechen, Tony Gaffney, weil wir haben gerade schon über ihn gesprochen. Wir küren immer den Spieler des Tages. Das war heute so eine Art Spieler der Woche. Peyton Siever in den zwei Spielen sehr gut gewesen. Tony Gaffney war heute schon überragend. Der hat ein Double-Double mit 12 Punkten und 10 Rebounds hingelegt. Wie zufrieden seid ihr mit seiner Entwicklung? Weil er hat hier eine gute Entwicklung bisher genommen, oder? Was heißt Entwicklung? Ich meine, Tony ist über 30, hat in mehreren Ländern gespielt und das meine ich, er ist ein alter Mann, man konnte das nicht erwarten. Ja, aber so wie man spielt, also ich meine, Toni, doch, finde ich schon. Also ich meine, wenn man Gaffney aus Bonner Zeiten kennt, so der hat immer mit Herz und Leidenschaft und Energie gespielt und das gibt er uns. Er war in der ersten Halbzeit heute nicht da und hat dann in der zweiten Halbzeit gerade zu Beginn das Heft in die Hand genommen und hat der Mannschaft einfach Energie gegeben mit so Kleinigkeiten, die auf keinem Stepbogen stehen. Also es ist kein Rebound, den er geholt hat, sondern er hat einen Ball hier abgefangen, hat da die Hand dazwischen gehabt, hat da jemanden gestört. Und war einfach aktiv und das hat unserer Mannschaft viel Energie gegeben und ich glaube, da haben wir auch ein gutes drittes Viertel gespielt und es war definitiv Toni, der heute der beste Spieler auf dem Platz war.
Testet ihr mal im Training so aus Spaß, wie hoch die wirklich springen können? Das sieht bei Gaffney und bei Miller immer so aus, als wenn da irgendwie der Sky das Limit wäre. Also testen tun wir es nicht. Ich glaube, Tony ist jemand, der im Training garantiert nicht so hoch springen würde wie im Spiel, weil es ihm zu viel Energie kosten würde. Da ist er erfahren. Und ich glaube, bei Malcolm waren sogar mal Sachen, die wurden in meinem NBA Draft damals gemessen. Und der hat, glaube ich, einen der Top 5 Werte, die damit irgendwie gemessen wurden. Also der kommt schon in eine Höhe, die nicht normal ist. Weil du Malcolm gerade ansprichst, wie zufrieden seid ihr denn mit seiner Entwicklung? Gut, ich glaube, ihm hat sehr geholfen, dass er jetzt mehr auf der 3 spielt, anstatt auf der 4 und Nils mehr die 4 spielt. Es ist gerade für einen Spieler, der aus den USA kommt, der D-League gespielt hat, der den europäischen Ball noch nicht so kennt, braucht man einfach ein bisschen Zeit. Ich glaube, er hat wirklich manche Spiele, wo er uns gar nicht helfen konnte, und dann hat er manche Spiele, wo er einfach mit seiner Athletik Highlights gesetzt hat. Ich glaube, ich finde, so in den letzten Wochen hat er wirklich mehr Konstanz einfach, dass er seinen Wurf findet und auch trifft und defensiv im Rebound technisch hilft. Das heißt, da ist definitiv die Kurve nach oben. Und jetzt Zagreb. In Zagreb, ist das so, dass die nichts mehr zu gewinnen haben und deswegen voll befreit aufspielen können? Erwartest du das eher oder sind die jetzt frustriert? Wie ich meinte, ich glaube, rechnerisch haben sie noch eine Chance, eine unwahrscheinliche, aber sie haben 2 Heimspiele jetzt noch. Also mal schauen, was da geht. Die haben gestern gespielt, spielen heute Abend nochmal. Also die haben einen toughen Plan. Und ich glaube, dass sie uns nicht einfach so einen Sieg schenken werden. Also es wird schon wieder eine Herausforderung. Ich glaube, sie haben viel mehr Qualität, als was sie hier gezeigt haben. So für uns gilt es aber trotzdem, da alles reinzuhauen, weil wir müssen auch dieses Spiel gewinnen, weil wir müssen auswärts jetzt was gewinnen, um vielleicht noch weiterzukommen. Viel Glück dafür. Dankeschön. Thomas Pech. Vielen Dank. Danke, Thomas.